Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Ja, wir sind hier immer noch im Ice Dungeon, auch als Höhle des Tropfens benannt. Tempel des Tropfens, Entschuldigung. Und ja, wir werden uns jetzt dem Boss hier drin stellen, einem Octorok. Dem da. Na, wo ist er? Und ich glaube, wir brauchen sogar die Hacke hier. Ach ja, wir müssen die in seinen Steinchen zurückschlagen, davor das. Aua. Jetzt haben wir's. Bitte mal nicht einfrieren, dankeschön. Hallo. Ihr bin ein Schwanzkollege. Auch wenn das cool klingt, ich weiß. Er brennt. Okay. Also eins. Nein! Au. Hast du dich daran gewöhnt, wie das funktioniert oder sowas? Nein! Hab ich anzuspucken. Das bin ich. Dankeschön. Ich muss darauf achten, der macht immer einen Wechsel. So, jetzt sollte wieder ein Blaseberg spielen. Okay, das ging ja sehr schnell. Das ging jetzt sehr schnell. Okay, angreifen kann ich ihn so aktuell nicht. Steinschlag. Nein. Au. Lass dich doch mein ganzes Herz ab. Wer hat denn die Dunkelheit befohlen? Wow. Das ist schon mal eine Ruhe. War schon eine Fee? War schon eine Fee. Ah. Ja, diesmal nicht. Wieder Dunkelheit befohlen. Komm nicht so nah. Aua. So ist. Komm rein. Ist bis abseits vom ganzen Geschehen. So, Fackel aus.
Ah, nicht schon wieder. Au. Gib mir doch mal einen Stein zum Wegschleudern, bitte. Wäre freundlich. Bitte mal in Ruhe lassen, dankeschön. Machst du das? Gott sei Dank. Uff. Okay, der war anstrengend. Der war nun doch sehr anstrengend. Aber wir haben das Wasserelement. Gott sei Dank. Okay, das Tropfenelement. Entschuldige, Spiel. Das Tropfenelement enthält die Kraft, Feuchtigkeit zu spenden. Also quasi eine Feuchtigkeitscreme. Gut. Ein Container damit. Da haben wir noch von Herzen und 12 Herzen im Gesamten. Finde ich gut. So. Jetzt aber raus hier. Hühnersee. Puh, ich dachte mir, friert die Nase zu. Was ist denn das? Wer bist du denn? Hm? Kind! Kind, dass du versuchst, Prinzessin Zelda zu retten. Mein Name ist Gustav, der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Komm hierher zu mir. Dann wird sich ein Weg öffnen. Menno? War das ein Traum? Eine Illusion? Er sagte, er sei der König von Hyrule, aber... Oh, Louis, schau auf der Karte. Da ist etwas verkehrt. Also war es doch kein Traum. Lass uns in der heiligen Stätte das Element übertragen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das. Und zwar auf dem schnellsten Wege. Indem wir einfach direkt zur Stadt porten. Aber jetzt können wir in die Schule. Geil. Hallo. Oh, hallo Louis. Schön, dich zu sehen. Danke für deinen Besuch. Ja, die ersten paar Male wolltest du mich ja nicht sehen. Gut, also die Welt muss gerettet werden, aber wir gehen erstmal zur Schule. So, das wusste ich noch, dass hier was ist. Ja gut, Bomben habe ich genug. Das ist, glaube ich, egal, was ich mache. Auch schon, dass ich generell egal, wo ich lang gehe. Geh mal rechts lang. Eigentlich will ich ja bloß die Kiste oben haben. So. Und das können wir dann später schieben. Spinde. So, was ist hier drin? Ein großer Ruby. Nice. Dann den ganzen Rest machen wir später. Das müssen wir da wegschieben. Dann kommen wir da rein. Von unten müssen wir gucken. Okay. Gut, dann haben wir hier erstmal alles abgesammelt, was abzusammeln war. Ist noch Bomben. Na gut, wäre kurios, wenn es in der Schule Bomben geben würde. Nö. Gut. Hallo. Mampf, ich muss schnell essen, bevor die Pause vorbei ist. Mampf. Naja, ohne Mampf kein Kampf, ne? Fragmente fallen, hier habe ich eins. Harry! Oh mein Gott, das ist Harry Potter! Das ist im Wald.
Ach, da oben, wenn man da rein. Ah, okay, alles klar. Die beiden zusammen. Weißt du, was gut ist? Oh, weiß ich nicht. Mampf, wir essen immer so spät. Warum nur, Mampf? Oh, das weiß ich auch nicht, warum es spät. Oh, wer bist du? Wir haben Mittagspause. Viel spielen, viel lernen. Ah ja. Mittagspause. Man muss sie jeden Tag gießen. Ich pflege das Blumenbeet. Ach, mit beiden Fragmente fallen. Okay, alles klar. Das habe ich noch einmal, das weiß ich. Shirley. Auch ein interessanter Name, Shirley. Schon Wald. Okay, die Kinder wollen, dass ich in den Wald gehe. Ach, die gehören zusammen. Ach, die gehören zusammen. Okay, alles klar. Wenn ich renne, wird mir immer schlecht. Warum rennst du denn? Juhu, juhu. Ja, okay. Gut, dann werden wir mal kurz klein. Klein, klein, klitzeklein. Fällt doch nicht auf, wenn plötzlich ein Kind verschwindet. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Ach ja, klar. Das muss auch noch ein Ausgang sein, irgendwo. Da. Gut, wir nehmen den Ausgang erstmal hier links. Hallo, Herr Minisch. Nanu, du bist ja in Windeseile hierher gelangt. Alle Achtung. Ja, ich kenne ja so Tricks. Ein Glücksfragment. Sehr schön. Ja, bitte. So. Und dann gehen wir noch in den Blumengarten rein. Düt, 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 düt. So. Hep, hep, hep. Hier lag auch noch irgendwas drin. Ach. Ja, gut. Auf dich war ich eigentlich nicht scharf. Und tschüss. Noch ein Fragment. Herzteil und ein großer Block. Da müssen nur vier Leute sein. Deswegen wird es erstmal Zeit, dass wir generell nur drei Leute werden. So, damit haben wir die Schule erstmal schon mal auf dem Stand der Dinge abgehakt. Wir haben alles an Fragmente vereint, was wir vereinen konnten. Wir haben zwei neue Kisten aufgedeckt am Wald. Die werden wir uns ja auch, glaube ich, auch gleich holen. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, vergesse ich es früher oder später. Deswegen gehen wir erstmal in das Schloss ganz kurz, holen unsere Dreierfähigkeit ab und dann hat sich die Sache. Gegen einen von euch hatte ich gerade schon das Vergnügen. Und ich bin gerade so mit dem blauen Auge von gekommen. Was ist hier durch? Was? Auf Befehl des Königs darf ich hier niemanden durchlassen. Also geh nach Hause. Hallo? Wie soll ich jetzt da reinkommen? Manu. Okay, dann komme ich halt nicht da hinten. Problem ist, ich muss ja jetzt irgendwo anders hinkommen. Manu. Und hier durchschieben kann ich auch nichts. Mir hätte ruhig der Gustav sagen können, wie ich jetzt weiterkomme. Hast du eine Idee? Das war also der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ja, zur heiligen Stätte, da komme ich ja nicht rein. Das ist ja mein Problem. Die ist ja im Schloss. Und das Schloss komme ich ja nicht rein. Oder hast du eine andere Idee? Obwohl, hat vielleicht der Schwertmeister Magus jetzt hier eine andere Idee? Oder vielleicht kann ich mit dem jetzt trainieren?
hier war es ja dunkel. Und jetzt können wir Lichter machen. Ich bin Maximus, der einzig wahre Meister Schwertkunst. Ja, dann trainieren wir mal. Ja, bitte. Ich bin willens, hier zu trainieren. Technik wäre Strahlenattacke lernen. Volle Energie haben, zücke ein Schwert. Mehr ist nichts zu tun. Okay. Wir dürfen jetzt eine Runde strahlen. Wir machen jetzt Strahlen, Mann und Söhne. Was ist Raymond? Zum, zum. Gut, gut. Sehr schön, wir können Strahlen schießen. Pew, 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 pew. Gut, das war nicht ganz das, was ich wollte, aber wir haben das schon mal in der Richtung. War da schon drin, ja, ne? Eigentlich war schon drin, ne? Ist hier noch irgendwas, was ich machen konnte in der Ecke hier? An den beiden Dingern war ich schon teilweise drin. Hast du noch eine Idee? Welch seltene Ehre, Besuch zu bekommen. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleibt doch und ruht euch aus. Okay. Okay, darf ich nicht. Schade. Gut, aber das ist auch nicht das, was ich suche. War hier nochmal was drin, was ich machen könnte? Hier war nichts, da unten komme ich nicht drauf. Hier reinschlingeln kann ich mich auch nicht. Der lässt mich auch nicht durch. Wir patrouillieren hier rum. Hier war auch nichts drin. Wir haben es schon. Das ist jetzt ein bisschen. Wir könnten es aber hier unten durchschleichen. Das wäre vielleicht eine Idee. Wir könnten wirklich da unten hinkommen irgendwo. Wir versuchen das mal. Da unten links ja jetzt frei ist. Ist das vielleicht die die Art und Weise, wie wir das machen müssen? Das wird jetzt so ein kleiner Castle-Entrance, like Ocarina of Time. Ist die Frage, sagt er was, welche Langrenner? Okay, er sagt was, alles klar. Auf Befehl des Königs darf ich hier niemanden durchlassen. Dann drehe ich mich um und ich stelle mich hier hin. Gut. Er patrouilliert darum. Dann müssen wir nur kurz warten, bis er da rumgeht. Alles klar. Patrouilliert er hier bloß links, rechts? Gut, dann gehen wir hier hin. So, jetzt bin ich hier weg. Er sieht mich nicht und durch. Gut. Dann haben wir hier jetzt einen Eingang bekommen, sehr schön. Und können uns hier mal kurz reinstiefeln. Naja, nee, ich nehme keine Fee mit. Ich war gerade überlegen, ob ich eine mitnehme, aber wir haben A, eine bei und B, ich weiß nicht, ob ich die zweite Flasche noch was brauche für später. Hallo, Schlangen. Wie sagte schon Indiana Jones? Schlangen. Warum müssen es ausgerechnet Schlangen sein? Sesam, öffne dich. Schuss, Hyrule. Okay, wir sind da. Das war jetzt doch schneller als gedacht.
Wut, 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 wut. Wut, 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 wut. Dann setzen wir was Fragment rein. Und ich mag die Musik. Das Tropfelement wurde übertragen. Durch die Übertragung des Elements kannst du dich jetzt dreiteilen. Also soll ich jetzt vorher üben? Oh, üben wir doch gar nicht. Gut, 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 gut. Ja. Okay. Gut, 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 gut. Okay, ich muss wirklich zu dritt werden, um das. Da kann ich sagen, ich will einen haben. Ich muss wirklich alle nehmen. Dann bin ich gierig. Na gut. Gut, 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 gut. Aber ich muss sagen, dass Minish Cap wirklich einen sehr schönen Soundtrack hat. Klar, es hat die klassischen originalen Zelda-Songs, ne? Also jetzt Overworld Theme und so weiter. Das ist auch so generell schöne eigenständige Musik. Diese heilige Städte Soundtrack ist ganz geil. Und so alles generell ist irgendwie ganz schön. Hey Kumpel, ich bin hinter der Absperrung. Lass mich mal durch hier. Jo, ich gehe auch schon. Wiedersehen. So, einfach mal kurz ausgetrickst. So, jetzt gehe ich hier oben kurz rein. Das ist gleich ein bisschen leichter. Ich sehe gerade auch gar keine vollen Herzen mehr. Ich kann kein Piu-Piu machen. Dann will ich doch gerne schießen. Zack, zack. Und Jeep, Jeep, Jeep. Ab. So. Bitte einmal hoch die Leiter. Dankeschön. Guck mal, Jetbox. Na, okay, von hier aus komme ich nicht hoch. Eine Kiste Armor mit zart mysteriösen Muscheln. Teil der Königsfamilie. Na Louis, ziemlich finster, nicht? Ziemlich gruselig, oder? Was? Du hast keine Angst? Ich natürlich auch nicht. Gut, gehen wir. Wir können jetzt ein bisschen mehr Licht machen. Nicht schlabbern! Schlabber mich Geister an. Klong, 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 klong. Das war bewusst, dass da was ist. Das sieht sehr einladend aus. Jibba! Ein Feenbrunnen. Da, da. So eine große Quelle. Eine Feenquelle in dem Fall. Oh, sie ist schön grün. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Darf ich dir einige Fragen über deine Abenteuer stellen? Natürlich, nur zu. Das Flammenelement war das erste, das du errungen hast, nicht wahr? Nein. Ach, so ist das? Gut, nächste Frage. Dein Großvater heißt Albrecht, nicht wahr? Ja. Du sagst nicht die Wahrheit. Was? Ist er nicht Albrecht? Bin ich gerade selber gefragt. Jetzt bin ich verwirrt. Ist der nicht Albrecht? Scheiße. Oder hieß der Albrecht? Oh, wie denn, Alter? Fuck. Egal, ja. Ja, darfst du. Auf jeden Fall ist Flammenelement nicht das erste. Nee, in dem Fall heißt er nicht Albrecht. Gut, dann muss ich mal gucken, wie der heißt. Vergessen. Melter vom Kongolberg hat 7 Schüler, stimmt's? Ja. Das weiß ich noch, okay. Heißt die Frucht, die man isst, um die Minch zu verstehen, Lava-Birne? Die ist Quatschbirne. Hat der jetzige König von Hyrule, Datus, einen weißen Mantel?
Nein? Okay. Deshalb werde ich dir helfen. Große Pfeilköcher erhalten. Jetzt kannst du mehr Pfeile tragen. Also doch mehr als mehr. Pfeile, Gotteslike. Aber ich muss bei dem Opa echt schon mal gucken, ob da. Ah ja, Bombe legen wir keine geile Idee. Echt der Albrecht heißt, oder? Albrecht, ich hab den Namen vergessen. Ist denn das zu fassen? Die, nee, nicht leckern. Schlecker gibt's nicht mehr. Da werde ich einfach abgeschleckt. Ekelhaft. Hochebene von Bibel. Oh gut, hier will ich nicht rein. Oh, da ist auch ein Tingel. Mit dem ich vorher schon nicht gequatscht habe. Rittergeist. Lesen. Oben. Okay. Nee, nicht abschlabbern. Lass mich in Ruhe. Da ist ein Schild. Links. Ja gut, dann gehen wir nach links. Gut. Nein, Geist verschwinde. Da ist ein Schild. Wie vorher. Das war ebenfalls nach links, okay. Nee, auch zu schlabbern, auch du blöder Geist. Ich mag keinen Schlabbergeist. Oh, die Bomben nehme ich gerne. Wie am Anfang. Was war nach oben? Oben, links, links, oben. War es jetzt? Was haben wir hier? Rechts. Ja, gehen wir rechts. Das war dämlich. Hier oben. Okay, es war. Das war instinktiv richtig. Okay, geil. Den Weg werde ich eher vergessen haben, das weiß ich. Aber es hat funktioniert. Blöder Geist, verschwinde. Hier ist Akasa, okay. Diese Kulisse macht einen so ein bisschen Unbehagen. So ein kleines bisschen. Ach, sobald ich im Haus gehe, ist natürlich alles heller strahlt. Alles klar. Bummes! Und er heißt nicht mit Nachbarn Bäcker. Aber gut, ich würde sagen, was der uns Schönes sagt, kannst du dem Moment weinen. Was wir mit Boris zu tun haben, sehen wir in der nächsten Folge, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs das Zusehen. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao!